Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich bin die Chrissy und suche für den ultimativen Inspirationsblog experientell.com die Inspiration des Tages. Und dafür bin ich in eine Stadt gereist, die vor Inspiration und Kreativität nur so strotzt. Und zwar sind wir in Frankfurt. Zumindest dieses Wochenende sprüht die ganze Stadt hier der Banker vor Kreativität und Inspiration, denn es findet der ADC, der Art Directors Club 2011 statt. Und der ADC zeichnet die kreativsten Arbeiten aus den Bereichen unter anderem Werbung, Inszenierung im Raum oder auch Marketing aus. Und da bin ich mir sicher, dass man in dieser ganzen Fülle auf jeden Fall die Inspiration des Tages finden kann. Und da gucken wir jetzt mal, was wir so finden. Ich bin jetzt hier in der Halle der Einreichung. Hier werden die ganzen Arbeiten präsentiert, von räumlicher Inszenierung bis zum Design, klassische Medien und auch hier der ganze Nachwuchs ist vertreten. In den sämtlichen Gängen hier befinden sich wahnsinnig viele Arbeiten. Ich habe jetzt ein paar schon angeguckt, konnte bis jetzt die Inspiration des Tages noch nicht ganz finden, denn am Ende des Tages möchte ich dieses Gütesiegel verleihen. Dieses Gütesiegel bekommt aber nur die Inspiration des Tages, die mich berührt, die mich bewegt, die mich begeistert, die mich in Staunen versetzt und einfach ja, die Inspiration des Tages ist. Ich muss mal gucken, in welchen Gang ich jetzt gehe, aber ich muss ja weitersuchen. Inspiration. Hier habe ich jetzt endlich die Inspiration des Tages gefunden und dabei handelt es sich um eine Arbeit aus dem Bereich Kommunikation im Raum und nennt sich Wunder-TM. Und Wunder-TM möchte den Menschen im nüchternen Alltag kleine Momente des Staunens und der Begeisterung vermitteln und für sie schaffen. Das heißt, dass zum Beispiel ein Goethe-Denkmal mit wahnsinnig vielen Schmetterlingen versehen wird oder dass zum Beispiel mitten im Hochsommer ein riesengroßer Torbogen plötzlich zu schneien beginnt. Und nachdem ich jetzt endlich die Inspiration des Tages gefunden habe, möchte ich natürlich auch die Macher hinter dem Projekt kennenlernen. Und da muss ich mich jetzt einfach mal auf die Suche machen. Wir sind jetzt in der digitalen Welt fündig geworden und ich freue mich ganz arg, dass wir Luna und Jasmin, die zwei, die hinter dem Projekt Wunder-TM stehen, jetzt live aus Wien dazugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer ihr seid und was ihr so macht im wirklichen Leben. Hallo, ich bin Luna und ich studiere hier an der Universität für angewandte Kunst, Grafikdesign und bin jetzt schon im dritten Jahr, also im sechsten Semester. Hallo, ich bin Jasmin. Ich studiere genauso wie die Luna Grafikdesign an der Universität für angewandte Kunst. Ich bin jetzt im zweiten Jahr und habe aber davor schon ein Grafikdesign-Kolleg woanders gemacht. Erzähl doch mal, wie kam es denn zu Wunder-TM? In welchem Rahmen ist es entstanden? Das Thema war Branding Meaning. Und es galt, eine Marke zu kreieren, die einen gesellschaftlichen Missstand behebt. Und es sind viele Produkte entstanden und sie wurden dann gebrandet. Und wir haben uns dann entschieden, eine Gegenrichtung einzuschlagen und den Moment der Überraschung zu branden. Wir wollten nicht eine weitere Marke kreieren, die dann irgendwie den Konsum wieder fördert, sondern irgendetwas, dass auch das Leben oder den Alltag der Menschen eben bereichern kann und sie überrascht. Wann war dieser Punkt da, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt? Wir haben natürlich auch in unserem Alltag dann ganz stark ein halbes Jahr lang nach Punkten gesucht, wo wir haben ansetzen können. Und was uns aufgefallen ist, am Weg zur Uni, am Weg in die Nebenjobs, die wir machen oder am Weg zu irgendwelchen Feiern, die Leute laufen einfach aneinander vorbei und haben Scheuklappen auf. Und durch verschiedene Recherchen sind wir dann irgendwie darauf gekommen, dass wir genau das ändern wollen. Ihr habt ja auch zwei konkrete Beispiele. Ihr habt ja einmal das Goethe-Denkmal mit wahnsinnig vielen Schmetterlingen und einmal den Torbogen im Hochsommer, bei dem Schneeflocken einfach rauskommen. Wie seid ihr konkret auf die zwei Motive gekommen? Also bei dem Stadtbahnbögen war eigentlich da unsere Inspiration Merlin und Mim. Von Walt Disney. Und das war dann eine ganz nette Situation. Luna hat den Film mit ihren Geschwistern angeschaut und am nächsten Tag ist sie dann hergekommen und hat gesagt, ich habe gestern Merlin und Mim gesehen und die lassen Schnee in einem Raum fallen. Das machen wir jetzt auch. Das andere Motiv, der Goethe. Wie kamt ihr da drauf? Also bei Goethe, es war uns im Generellen immer sehr wichtig, poetische Installationen zu machen.
Und das war eigentlich dann die Kombination vom poetischen Tier des Schmetterlings, der ja so ganz wundersam durch die Luft gleitet, und der Poesie Goethes, von dem wir auch viele Gedichte gelesen haben in unseren Recherchen und von dem auch dieses Zitat "und er küsste die bunten Wangen" stammt. So wie ihr die Menschen mit euren Installationen überraschen wollt, überrasche ich euch jetzt, denn ich verleihe euch jetzt das Experientell Gütesiegel, was wirklich nur die Inspiration des Tages bekommt. Ganz feierlich wird es jetzt hier verliehen einmal. Einmal hier für die Luna. Dankeschön. Ta-ta-ta-ta, herzlichen Glückwunsch. So, und einmal für die Jasmin noch. So, bitteschön. Ja, ganz toll. Steht euch sehr gut auf jeden Fall. Und ganz kurz noch ein Satz zur Zukunft. Wie sieht's aus? Werdet ihr das umsetzen? Also der erste Schritt war es halt, bei Wettbewerben einzureichen. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich, in die Verwirklichung zu gehen. Und es gibt auch verschiedene Förderprogramme, wo wir es auf jeden Fall versuchen wollen, da vielleicht eine Förderung zu bekommen. Und wer weiß, vielleicht wird es wirklich möglich, dass wir so ein Projekt realisieren können. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit hattet, uns ein bisschen über euer inspirierendes Projekt zu berichten. Ich bin total gespannt, ob es in die Umsetzung geht. Drück euch die Daumen und ja. Danke für das Interview. Ja, danke schön. Das war jetzt ja, der erste Beitrag für Experientell mit der Inspiration des Tages. Ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert wie mich. Und ich freue mich, wenn ihr weiter einschaltet und weiter reinschaut, was uns noch so inspiriert. Musik